Fast 50 Jahre nach der letzten bemannten Mondmission rückt der Mond gerade wieder ins Zentrum der Raumfahrt. Eine Mondbasis soll dabei als Vorläufermodell für zukünftige Marsmissionen dienen, um zum Beispiel die Auswirkungen der Weltraumstrahlung oder die harten psychischen Belastungen der Astronauten zu erforschen. Doch schon vor 50 Jahren wurde auf dem Mond nicht nur geforscht, sondern auch spaßige Freizeitaktivitäten getestet. So war der Astronaut Alan Shepard der erste Mensch, der auf dem Mond einen Golfball geschlagen hat. Auch wenn das Vorhaben zunächst eher unrealistisch ist, die Physik zeigt, dass die Astronauten bei ihrer nächsten Mission zum Mond unbedingt schwimmen gehen sollten. Berechnungen und Experimenten zufolge könnte Schwimmen auf dem Mond zu einem völlig neuen Erlebnis werden. Stellen wir uns einen riesigen, mit Wasser gefüllten Pool auf dem Mond vor, dann wäre ein reiner Tauchgang in diesem Pool nichts wirklich Besonderes. Denn aufgrund der sechsfach schwächeren Gravitation ist zwar auch der Druck im Wasser deutlich geringer, aber solange man sich vollständig unter Wasser befindet, hat das keinen wirklichen Einfluss auf das Tauchen. Durch den kleineren Wasserdruck ist zwar auch die Auftriebskraft kleiner, doch dieser Effekt wird wieder exakt durch die schwächere und entgegengesetzte Gravitation ausgeglichen. Das Schwimmverhalten unter Wasser wird aber auch wesentlich durch die Viskosität mitbestimmt, also die Zähigkeit des Wassers, die dafür sorgt, dass wir beim Schwimmen einen Widerstand spüren. Aber auch die verändert sich erst bei einem Druck von etwa 100 Bar, also erst in mehreren Kilometern tiefen Gewässern. Die maximale Schwimmgeschwindigkeit eines Menschen unter Wasser wäre auf dem Mond also genau wie auf der Erde ca. 2 Meter pro Sekunde. Das reine Tauchen wäre auf dem Mond also nichts Besonderes. Alles andere wäre jedoch absolut fantastisch. Sobald man an die Wasseroberfläche vordringt, ergeben sich plötzlich unglaubliche Eigenschaften. Es wäre zum Beispiel möglich, dass Menschen wie Delfine mehrere Meter hoch aus dem Wasser springen. Hier auf der Erde schaffen es Delfine bis zu 7 Meter hoch aus dem Wasser zu springen. Die maximale Schwimmgeschwindigkeit eines Menschen reicht dagegen nicht aus, um vollständig aus dem Wasser abzuheben. Berechnungen, die die sechsfach schwächere Mondgravitation mit einbeziehen, zeigen jedoch, dass die Schwimmgeschwindigkeit eines Menschen von nur 2 Metern pro Sekunde ausreicht, um bis zu 3 Meter hoch aus dem Wasser zu springen. Rüstet man die Menschen zusätzlich mit Schwimmflossen aus, sodass sie deutlich höhere Absprunggeschwindigkeiten erreichen, wären sogar 5 Meter hohe Sprünge möglich. Die besten Springer unter den Delfinen könnten sogar bis zu unglaublichen 40 Meter aus dem Wasser abheben. Würde es auf dem Mond ein Meer geben, in dem wir Delfine aussetzen könnten, dann würden sie evolutionär gesehen wahrscheinlich irgendwann ihre Flossen in Flügel umfunktionieren. Doch fantastische Sprünge aus dem Wasser sind nicht das Einzige, was uns in einem Mondpool erwartet. Auf dem Mond ist es sogar möglich, dass wir Menschen auf dem Wasser laufen können. Hier auf der Erde ist diese Fähigkeit nur sehr wenigen Tieren wie dem Wasserläufer oder den Basiliskenechsen vorbehalten. Wasserläufer nutzen dabei die Oberflächenspannung des Wassers, um von dieser getragen zu werden. Doch dieser Effekt kann nur von sehr kleinen Tieren genutzt werden, da größere Tiere schlichtweg zu schwer sind. Die Basiliskenechse nutzt ein anderes Phänomen, nämlich das Rückstoßprinzip. Sie stößt abwechselnd und extrem schnell mit der enormen Kraft ihrer beiden Hinterbeine gegen die Wasseroberfläche. Damit kann sie der Gravitation durch die Rückstoßwirkung entgegenarbeiten und somit immer oberhalb der Wasseroberfläche bleiben. Wir Menschen könnten im Prinzip dieselbe Technik anwenden, doch hier auf der Erde bräuchten wir das 15-fache unserer vorhandenen Muskelkraft, um uns damit über Wasser zu halten. Um diese Schwierigkeit zu überwinden, müssten wir entweder Schuhe mit riesigen flossenartigen Sohlen tragen, wie sie bereits von Leonardo da Vinci erfunden wurden, oder wir müssten die Gravitationskraft reduzieren. Unter normalen körperlichen Bedingungen könnten wir auf Planeten mit bis zu 22% der Erdgravitation auf dem Wasser laufen. Auf dem Mond mit etwa 16% der Erdgravitation müsste ein 73 Kilogramm schwerer Mensch mit kleinen Flossen nur eine Schrittfrequenz von 1,7 Schritten pro Sekunde aufbringen, um vom Wasser getragen zu werden. Die größte Schwierigkeit zur Erreichung dieser fantastischen Wassererlebnisse wird es sein, so viel Wasser auf den Mond zu transportieren. Doch wenn wir tatsächlich eine stabile Mondbasis errichten wollen, dann werden wir ohnehin nicht ohne Wasser auskommen. Für das Vergnügen der Forscher sollten wir dann auch unbedingt einen Pool errichten. Vielleicht könnten dann in 100 Jahren die ersten Olympischen Spiele auf dem Mond stattfinden. Mit verrückten Disziplinen wie Wassersprinten oder Turmhochspringen. Die Idee für dieses Video haben wir durch einen Artikel von einem Ex-NASA-Ingenieur bekommen, der sich gerne wissenschaftlich mit völlig absurden Themen auseinandersetzt. Zum Beispiel, wie man einen Lavagraben um sein Haus baut, wo man am besten sein Flugzeug bruchlandet oder wie man auf dem Mars Windkraft ohne Wind betreibt. Wirklich spannende und gut durchdachte Lösungen von absurden Problemen erfahrt ihr in seinem neuesten Buch. Davon könnt ihr eine 15-minütige Zusammenfassung lesen oder anhören. Möglich macht das Blinkist, eine App, die die Kernaussagen von tausenden Sachbüchern auf das Smartphone bringt. So auch das Wichtigste aus Randall Monroes Buch How To. Oder mal etwas Deutsches oder Englisches aus den vielen anderen Kategorien, wie Technologie, Achtsamkeit oder Karriere. Auf blinkist.de/physik erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo, das ihr 7 Tage gratis testen könnt.